Auf dem Rückweg von einem Einsatz bemerken Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Hans Fröndenberger eine Gruppe in Aufruhr. Eine junge Frau wird attackiert. Egon für 3216 kommen. Egon hört. Wir brauchen dringend Verstärkung. Rossstraße 53. Hier mehrere Personen. Eine Person wird hier angegangen. Dringend. Weg! Was soll denn das? Sie sind die Frau eben angegangen. Was war das? Sie geht die Tiere an. Das ist eine verdammte Tierquälerin. Bekannte Tierquälerin. Wollen Sie mal einen Moment ruhig, dann verschaffe ich mir mal einen kleinen Einblick über den Sachverhalt, bitte. Ich bin nur gerade nach zu Hause gekommen und wollte eigentlich nur zur Arbeit gehen. Und dann ist dieser Irre auf mich. Wohnen Sie hier oder? Ich wohne da drüben. Hier ist das Opfer. Halten Sie doch mal einen Moment den Mund. Wie ist denn Ihr Name? Moment. Nehmen wir bitte mal das Megafon ab. Das Megafon, das ist sichergestellt. Maxi Nielke ist mein Name. Sie bekommen das irgendwann wieder. Ich muss zur Arbeit gehen und auf einmal kommt dieser Irre da und packt mich. Irre, Sie sind die Irre. Die Kripo-Beamten vergewissern sich, dass die junge Frau nicht verletzt ist. Aber sie ist über und über mit Tierfäkalien verdreckt. Ein gezielter Anschlag. Die Täter, militante Tierschützer. Kennen Sie diese Leute? Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Die anderen da vorne, die kennen Sie auch nicht. Das scheint ja Tierschützer zu sein. Haben Sie sich in irgendeiner Weise da strafbar gemacht? Oder? Nein, ich arbeite im Duisburger Zoo. Ich bin Tierpflegerin. Also die schreien die ganze Zeit, ich bin Tierquälerin. Und ich weiß gar nicht, wovon die reden. Tierquälerin? Wie kommen die da drauf? Ich weiß es nicht. Ich bin Tierpflegerin. Ich liebe Tiere über alles. Ich kümmere mich um die Tiere. Tiere über alles lieben, das Ruhe jetzt! Ich habe noch nie irgendwelche Tiere gesehen. Das reicht jetzt. Wenn Sie uns jetzt hier nicht vernünftig die Ermittlungen durchführen lassen, dann werden wir Sie gleich in Gewahrsam bringen. Die junge Frau kann sich die Attacke nicht erklären. Die Beamten befragen die aggressiven Tierschützer und diese sehen sich im Recht. Denn in der Zeitung ist eine Anzeige, die die Tierpflegerin in Verruf bringt. Die Tierpflegerin mag... Das gibt's doch nicht. Das ist doch Ihr Name, oder? Ja. Quält Maxi. Im hiesigen Zoo die Tiere. Ich habe es gesehen und bin erschüttert. Die Tiere sind in Käfigen gefangen und sie prügeln auch noch beim Luchs, Lama und Faultier auf sie ein. Die Tiere brauchen Hilfe. Das stimmt. Das ist Ihr Name? Das ist mein Name, ja. Ganz ehrlich, da kann man nicht einfach in die Zeitung hier sowas setzen. Aufgrund dieses gedruckten Namens in der Zeitung habe ich versucht, den Chefredakteur zu erreichen, um ihn darauf hinzuweisen, was da passiert ist. Das geht ja nun gar nicht. Der war nicht im Hause, auch sein Stellvertreter war nicht da. Daraufhin hat mir der Mitarbeiter gesagt, wer diese Anzeige aufgegeben hat. Inzwischen haben wir festgestellt, diese Person gibt es zumindest hier im Duisburger Raum nicht. Ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, da steckt irgendwas anderes dahinter. Jetzt überlegen Sie mal bitte, haben Sie Feinde? Gibt es irgendjemand, der Ihnen was Böses möchte? Haben Sie irgendeine Erklärung, warum diese Gruppe so angegangen ist? Gibt es da jemanden? Wo arbeiten Sie? Haben Sie da irgendwie Feinde? Mag Ihnen jemand was Böses? Also ich arbeite hauptberuflich im Duisburger Zoo. Also ich habe noch... Gibt es da jemanden, der Ihnen was Böses möchte? Ich kenne noch nebenbei im Café Löffel. Das ist gar nicht weit von hier. Café Löffel, und, genau. Das kennen wir doch. Und, wir haben da einen Arbeitskollegen, den Gero. Der baggert viel und sowas. Und er wollte sich auch an meine beste Freundin, die Sophie, ranmachen. Aber ich habe ihr davon abgeraten, weil er ist... Wir nennen ihn immer Faultier, weil er halt sehr faul ist. Sie erzählte mir von dieser Person, mit der sie da so zusammenarbeitet, dass der als Faultier bezeichnet wird oder mit dem Namen so benannt wird. Was mir halt aufgefallen ist, dass wir dann hier auch noch diesen Zeitungsartikel haben. Und da erkennt man ganz genau hier auch dieses Wort Faultier. Da haben wir natürlich erstmal so eine Verbindung herstellen wollen. Und ja. Mir ist das Wort Hilfe noch darunter aufgefallen, aber Lara... Ist was ganz Geniales noch in den Blick geraten dort. Nachdem ich dann noch mal näher nachschaute, fiel mir dann hier irgendwie auf, wenn man das jetzt hier mal so nach unten liest, ich bin gefangen beim Faultier, Hilfe. Wir haben uns darüber ausgetauscht, ist das eindeutig ein Hilferuf. Wir müssen jetzt nur herausfinden, von wem der kommt. Wir werden das hier noch ein bisschen ruhig halten, damit wir keine Unruhe oder Ängste hier schüren. Wir werden diese Aussage, die wir da erkannt haben, auf jeden Fall ernst nehmen und mal versuchen herauszufinden, von wem das kommt. Wir müssen ständig seine Arbeit für ihn mitmachen und sowas. Und deswegen habe ich Sophie auch abgeraten, mit ihm was anzufangen. Und seitdem ist er, glaube ich, sauer. Ist der Gero jetzt im Café? Müsste er eigentlich sein. Ich habe den Schichtplan jetzt nicht so im Kopf, aber wir können gerne mal... Wie heißt er mit Nachnamen? Das weiß ich
nicht. Wissen Sie nicht? Gero ist ja bekannt. Telefonnummer haben Sie auch nicht? Vom Café. Vom Café. Ich die, ja. Und Ihre Freundin? Sophie heißt sie, ja? Sophie ist im Urlaub, die ist seit einer Woche in Griechenland. In Griechenland, und die, also die ist da gar nicht anzutreffen? Nee, die ist nicht da. Kaffeelöffel, das kennen wir, ne? Die Kriminaloberkommissarin ermittelt bei dem Arbeitgeber die Meldeadresse des Kellners. Die Polizisten wollen den Mann zu der Anzeige befragen und so erfahren, ob er die Annonce aufgegeben hat. Also, Gero Kanter, ja, und ist jetzt nicht anzutreffen im Café. Das vergisst ihr nicht. Also, eigentlich müsste er aber da sein. Also, Sophie, also die Adresse haben wir, ne, Blumenweg. Und noch mal ganz kurz zu dem Gero. Also, der wollte was von ihrer Freundin, ja, also Sophie. Er hat erst mich angebaggert, mal muss ich abblitzen lassen. Und dann hat das eben bei Sophie versucht. Und er hat es auch fast geschafft. Sie war auch angetan von ihm. Aber ich habe ihr dann gesagt, dass sie halt mit so einem faulen Typen... Mit so einem Faultier. Also ja, Faultier. Ja, ist ja schon merkwürdig, dass es dann auch so drin steht. Man, also das wäre ja der Knaller, wenn das jetzt zusammenpassen würde. Ja. Und Sophie und ich, wir hatten letzte Woche noch drüber geredet, habe ich eben davon abgeraten. Und deswegen ist sie letzte Woche spontan nach Griechenland gefahren. Spontan nach Griechenland? Sie hat mir auch schöne Fotos geschickt und kann ich Ihnen alles zeigen. Und haben Sie irgendwelche Situationen mitbekommen, dass er sie quasi irgendwie genötigt hat oder dass er sie trotzdem irgendwie kontaktieren wollte? Also hat sie was gesagt dazu? Nee, also sie sagte halt, sie würde es eigentlich gerne mal mit ihm probieren, aber davon habe ich ihr dann eben abgeraten. Und als ihre beste Freundin ist das halt auch mein Job, sie vor sowas zu fahren. Und sie hat ihn abblitzen lassen? Sie hat ihn dann abblitzen definitiv, lassen. Definitiv, klipp und klar. Und seitdem habe ich schon gemerkt. Man könnte, also wenn er sie doch haben möchte. Gut, aber das ist jetzt schon zu weit gedacht. Ja. Nur, also ich kann Sophie höchstens mal versuchen anzurufen. Ja, bitte. Vielleicht weiß sie, wo machen Sie das mal. Ist. Ich, haben Sie auch meine Tasche? Die ich ja, dann gehen wir nach Radmann. Pass auf hier. Hey! Bleiben Sie zurück! Bleiben Sie zurück! Die verschlimmert die Lage. Bleiben Sie hier! Lass Sie mal hinsetzen! Ihr setzt euch mal alle hin! Alle hinsetzen! Können Sie geil alle hinsetzen! Auf den Bauch legen! Die Hände auf den Rücken! Habt ihr doch nicht alle! So, legen jetzt die Handfessel an, spielen Sie mit, sonst tut's weh. Da die militanten Tierschützer weiterhin höchst aggressiv sind, ist eine Fixierung der Angreifer notwendig. Als nächstes wollen die Kommissare den Aufenthaltsort der Urlauberin überprüfen. Schließlich könnte auch sie ein Opfer des verdächtigen Kellners sein. Okay, haben Sie? Ich kann Sie kommst du bitte mal mit den dreien hier mit rüber? Ja, rufen Sie mal gerade an. Die Freundin war nie erreichbar. Die junge Frau hatte sie versucht, mehrfach telefonisch zu erreichen, hier am Einsatzort, aber sie ging definitiv nicht ans Telefon. Zeigen Sie noch mal das Foto. Aber Ihr Handy ist nie aus. Das ist jetzt der Chatverlauf. Ja, genau. Hier. Da ist Griechenland, ich komme. Ich freue mich so für dich. Schick mir ganz viele Bilder und hab viel Spaß. Genau. Das haben Sie geschrieben? Das hatte ich geschrieben und das kam dann als Antwort. Und das ist jetzt das hier das Foto? Genau. Das sieht aber eigentlich hier ganz ehrlich, hier jetzt mal ohne Mist. Was? Ich war letztes Mal im Reisebüro und es sieht genauso aus, das Foto. Lara Grünbergs Online-Recherchen erhärten den Verdacht der Ermittler. Bei den Fotos handelt es sich um Katalogbilder. Die junge Frau befindet sich allem Anschein nach nicht im Urlaub. Also sie hat es definitiv nicht von aber dort geschickt. Wo ist denn dann Sophie? Ja, das ist eine gute Frage. Sie haben angerufen, Sie können sie nicht erreichen. Ich rufe noch mal an, aber das kann doch nicht sein. Versuchen Sie das ansonsten Ihre Mutter oder Ihren Vater? Hier haben Sie. Versuchen Sie es mal, guck mal ganz kurz. Das Handy ist aus. Komm mal ganz kurz. Jetzt verstehe ich überhaupt. Warten Sie mal. Hier haben Sie ganz ehrlich, der Typ, der hat bestimmt nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das ist eindeutig. Wer weiß, ob der was hier von der wirklich so möchte, dass er die hier unter Druck setzt. Also ich meine, das ist nur eine Mutmaßung. Wir haben das ja schon öfter gehabt, wenn jemand damit nicht klarkommt, dass er abgeblitzt wurde, sozusagen, dass er dann durchdreht und irgendwelche. Weißt du, was wir jetzt machen? Wir fahren mal zu dem, ja, in diese Blumenstraße. Die Unterstützungskräfte, die kommen ja noch, ne? Personalien sind ja alle aufgenommen soweit. Und die Sachen stellen die Kollegen für uns sicher. Die Hinweise verdichten sich, dass der Freundin der Tierpflegerin etwas zugestoßen ist. Dazu würde auch die Zeitungsanzeige passen. Ein getarnter Hilferuf. Auch an der Meldeadresse des verdächtigen Kellners findet Lara Grünberg verschlüsselte Botschaften. Kanter. Ach, guck mal hier, Hansi. Ein Papierflieger. Mir ist dann hier dieser Papierflieger aufgefallen, der direkt vor dem Haus im Gebüsch lag. Und ja, nach näherer Betrachtung war ganz klar hier so eine Zeichnung. Und das war auf jeden Fall ein Hinweis darauf, dass wir hier richtig sind. Mach nicht auf. Nö. Steht aber drauf, der Name, Kanter oder? Ist da. Guck mal. Hier, warte mal ganz kurz.
Reihenhäuser, die sind auch aneinandergereiht. So ein kleines Haus ist hier. Kleines irgendwo. Haus. Vielleicht hier. Ach ja, gut. Die Garage. Ja, Garage? Komm, wir gucken hier mal. Hier, ganz ehrlich. Warte mal. Das ist doch, Moment. Was soll das bedeuten? Das könnte ein Hilferuf sein. Ja, zumindest will einer darauf hinweisen, wo es reingehen soll. Auf jeden Fall, wenn er nicht aufmacht, kann es ja sein, dass er hinten ist. Komm, komm, wir gucken mal. Da brennt es. Ich werd verrückt. Das gibt's ja nicht. Och. Hallo? Ist da jemand drin? Polizei hier? Ist da Hallo? Jemand? Hallo, ist hier jemand? Ist kein Feuerlöscher ja, hier, komm, ne? Nimm deine Jacke auf. Hallo? Hallo? Oh, ich sehe nichts. Ist hier, ist jemand? Hier jemand? Hallo? Hallo? Ach, hier brennt so ein Stuhl. Leg mal drüber, taste mal ab, wie sieht, dass hier jemand drin sitzt. Da ist gar nicht. Nachdem wir in der Gartenlaube die starke Rauchentwicklung sahen, hat meine Kollegin sofort die Feuerwehr gerufen und weitere Einsatzkräfte, denn hier sind Dinge passiert, die sind noch nicht überschaubar. Guck mal erst unten, ob die Tür auf ist. Weil mal ganz ehrlich, das ist doch hier die Erdgeschosswohnung, oder? Die Klingel gehört doch zur Erdgeschosswohnung, oder? So, komm, wir gehen mal rein. Vorsichtig. Also, Hansi, aufpassen. Hallo? Hallo? Polizei? Ach. Wer sind Sie denn? Hallo. Was ist passiert? Was ist passiert? Erzählen Sie. Ist hier noch jemand im Haus? Helfen Sie mir. Ist hier noch jemand im Haus? Ist noch jemand im Haus? Ich schau mal eben. Ich schau mal eben. Ich bin Denise. Ich bin eigentlich nur die Putzfrau. Helfen Sie mir bitte. Ich bin heute zu früh. Bitte helfen Sie. Machen mir. Das geht nicht. Das habe ich auch schon versucht. Können Sie es gerade so lassen? Ja. Sitzen. Hören Sie, was können Sie da passiert? Sitzen bleiben? Ja. Wer ist hier gewesen? Erzählen Sie, was ist passiert? Also, ich bin. Sie sind bin wer? Denise, ich bin Denise Eckert. Ja. Und ich bin eigentlich nur die Putzfrau. Und ich kam heute ein bisschen, guck mal, bisschen zu früh. Und dann habe ich Gero gesehen, der war hier. Und der war total überrascht, dass er mich schon gesehen hat. Und auf einmal gucke ich und da hatte er noch eine Frau, die war auch gefesselt. Gefesselt? Okay. Ja. Ganz ruhig, ich schneide mal eben das Bein. Ganz ruhig, nicht so wackeln. Die Ermittler mutmaßen, dass das Feuer ein Ablenkungsmanöver des Tatverdächtigen war, damit er fliehen kann. Und tatsächlich. Ja! Die Tür ist auf! Halt! Lass es stehen! Halt! Oh, guck mal her! Legen Sie die Hände nach hinten. Hast du einen Fessel da? Das ist meine Freundin, die gehört zu mir. Alles gut, die will dir noch keiner wegnehmen. Die gehört zu mir. Die hat die Hütte hinten angesteckt wahrscheinlich. Ja, haben Sie die Gartenhaulaube da angezündet? Ja, hab ich. Ja. Ich hab euch kommen hören. Da ist aber niemand drin gewesen, oder? Nein. Auch kein Tier. Mach mal. Was hatten Sie mit der Frau vor? Mit ihr zusammen leben. Und was, ist, zusammen. Und was ist mit der anderen Frau, die Sie gefesselt haben? Haben Sie die gefesselt da? Ja, habe ich. Was sollte da? Wer ist die Frau überhaupt? Das ist meine Putze. Und warum haben Sie die gefesselt? Weil die uns gesehen hatte. Damit sie uns nicht verrät. Aha. Ja. Und das Feuer haben Sie gelegt? Ja, ich habe die Vorfahren sehen. Ja. Hab mir gedacht, in der Zeit, wo sie da hinten suchen, könnte ich abhauen. Was sich der Mann dabei gedacht hat, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man so nicht sich eine Frau angeln. Vor allem auf diese Art und Weise. Und er hat sie auch verletzt. Vielleicht ist er erkrankt an irgendeiner psychischen Erkrankung. Wer weiß es. Was hat er mit ihm gemacht? Gefesselt, gefoltert. Wie gefoltert? Was hat er sie geschlagen und so weiter? Sagen Sie mal kurz was zum Motivationslage. Was hat er gesagt? Ich will dich hier halten, weil... Weil er mich liebt und mich nicht loslassen möchte, dass wir zusammengehören die ganze Zeit. Hat sich das schon angebahnt vorher? Ja, er hat sich in mich verliebt, erst in meiner Freundin. Und dann bin ich da rein raufgefallen. Der war so ein netter Kerl und ich habe mich gut verstanden mit ihm. Mhm. Und dann meine Freundin hat mich dann auch die ganze Zeit gewarnt, das ist ein Faultier, er macht nichts. Und dann hat er das rausgefunden, weil ich halt ihn ignoriert habe die ganze Zeit. Mhm. Ganz kurz, und wie war das jetzt mit der Zeitung? Ja. Wie haben Sie das geschafft? Das ist ja unfassbar. Unter seiner Aufsicht, ja. Das hast du ganz okay, und wie haben Sie das gemacht? Da haben Sie ja so, ich habe ihn angeschleimt, genau, okay. Ich habe mich eingeschleimt, meine Augen auf ihn geworfen, hat halt gesagt, ja, wir machen halt eine Rachentat auf sie, dass sie das halt nicht bekommt. Und durch meine Hilfe, wo ich geschrieben habe, so und so, hat halt mich gefreut mit Faultier. Lass ihn doch einfach. Und da haben Sie das Vertrauen von ihm so ein bisschen gemerkt, ja? Richtig. Und er hat Sie dann auch nicht mehr gefesselt, konnten Sie sich frei bewegen? Wahrscheinlich nein. Nicht, ne? Nein. Also der hat Sie wirklich das machen lassen?
Ja. Und da haben Sie diesen Hilferuf eingebaut. Richtig. Jetzt machen wir erstmal Folgendes. Das war sehr schlau von Ihnen. Auf jeden Fall. Wir werden erstmal. Sollen wir den Krankenwagen rufen oder möchten Sie sich vielleicht mit einer Freundin? Erstmal mit meiner Freundin. Aber Sie sollten auf jeden Fall in ärztliche Behandlung. Ja, das schwerwiegendste Delikt, was wir hier vorliegen haben, ist mindestens hier eine Freiheitsberaubung. Wer weiß, wie das Ganze anfing. Wir müssen natürlich noch hier die Geschädigte befragen. Wer weiß, vielleicht wurde sie auch von ihm angegangen, auf sexueller Basis. Das ist alles noch zu prüfen. Wir haben natürlich hier natürlich die Körperverletzung, ja, die seelische Körperverletzung auch noch. Und ja, wie Brandstiftung und die ganzen Sachen, die am, ja, kurz davor passiert sind. Eine Unzahl von ja, Straftaten. Sie haben ja ein Fahrzeug, ja, oder? Ja, ich habe ein Auto. Dann fahren Sie am besten. Ja, ich fahre auf jeden Fall natürlich. Danke. Und wir nehmen Sie mit und auf der Dienststelle können wir auf jeden Fall nochmal einen Rettungswagen rufen. Der schaut nochmal nach Ihnen. Nur ich glaube, wir sollten den Sachverhalt nochmal genau aufnehmen, weil da ist schon mehr vorgefallen. Vielleicht kriegen Sie erstmal eine Tasse Kaffee und beruhigen sich erstmal ein bisschen. Ja. Den Täter erwartet eine langjährige Freiheitsstrafe. Auch die Tierschützer werden belangt wegen des tätlichen Angriffs der Tierpflegerin. Die gefangen gehaltene Frau wurde nicht sexuell bedrängt. Mit Hilfe eines Therapeuten verarbeitet sie das Erlebte.